Waffenspezifikation. Geschwärz, Bezeichnung des Projekts. Ferromagnetische Infanteria. Infanterie Railgun der nächsten Generation. Entwicklungscodename Finger. Entwicklungsleiter, leitender Forscher des Nest 2, Cornel Garner. Entwicklungsunterstützung United States Army. Kaliber 60 mm, Minusgeschwindigkeit 6000 Meter die Sekunde. Projektziel: Eliminierung von Biowaffen im Falle eines Ausbruchs. Jetzt kriegt die Knarre. Ein bisschen spät, ne? Zusätzliche Hinweise: Die enorme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nicht zurücklässt. Nutzerfeedback: Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen. Gib ihm den Finger und das Problem ist gelöst. Hat die Feuerkraft, die wir brauchen. Wäre noch besser, wenn man die Leistungen justieren könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Sie benötigt mehrere Stromquellen. Dies sicherzustellen könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren? Na, warte mal. Nicht wir kriegen die Waffe. Nikolai hat das Ding bestimmt in den Fingers, ne? Das, benutzt das mal, weil es wird sonst anstrengend. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl! Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe! Nein. Sowas Erstaunliches gesehen. Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Es ist das letzte Mal. Ich höre ernst. Oh, Gottes Willen. Das gefällt mir schon besser. Alter. Nein. Mist, sie braucht Strom. Natürlich. Kann ich ihm überhaupt irgendwie was tun?
Ja nun. Es gestaltet sich natürlich als sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, worauf ich da genau schießen soll, ne? Wenn ich ehrlich bin. Nochmal, boom! Mist, sie braucht Strom! Warum da auch einer festhängt, ne? Hängen auch gleich noch mehrere. Ich raste aus. Okay. So wird dann Schuh draus, glaube ich. Noch zwei Stromquellen aktivieren. Gott, nein. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Oh oh. Benutzen. Nella. Ist das ekelhaft? Wie kann denn das, dass sie überhaupt überlebt haben? Diesen Säurebad, das ist doch unnormal. Oh. Alle Stromquellen aktiviert. Gerät wird gestartet. Ich weiß nicht, wie man dich erledigt. Schon. Irgendwohin wahrscheinlich. Ins Gesicht. Komm schon. Das nächste Mal verpiss dich einfach. Alter. Auch noch durch das ganze Gebäude geschossen. Wen bin ich los? Ja, hoffentlich. Das Lustigste wäre eigentlich. Habe ich alles aufgesammelt? Scheinbar. Oh, war ich aber fleißig. Das Witzigste wäre eigentlich, wenn das Blut auch kontaminieren würde. Und noch lustiger wäre, wenn er sich trotzdem wieder heilen würde. Woraus auch immer das gehen würde. Einfach hier durch? Nee. Hier lang, wa? War ja schon ganz, ganz richtig.
dieser Nikolai immer davongekommen ist, das verstehe ich bis heute. Das verstehe ich nicht im gesamten Spielverlauf, ne? Dieser hässliche Gimpel. Nicht mit dem Impfstoff ankommen lassen. Ich hoffe, Carlos könnte ihn aufhalten. Haben wir überhaupt noch? Naja, hoffen wir, dass Carlos nicht gleich zeitlich segnet. Das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Das war ein sauberer Headshot eigentlich. Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahl, was immer du willst. Genau. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ermittlungen machen wir nicht. Jill! Alles okay? Da ist sie. Muss man sich mal geben, die knallen einfach mal eine ganze Stadt in Grund und Boden, ne? Ich meine, das ist ja nur kein Dorf. Und der Hubschrauber ist viel zu nah dran, ne? Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal.
Ja, nun. Wir haben bedenkt, dass ich beim letzten Mal nicht durchgezogen habe. Und es nur noch eine knappe Dreiviertelstunde Gameplay war. Ja, gut. Aber ziemlich gutes, also ich gehe mal davon aus, dass es ein ziemlich gutes Remake ist. Danke, Simi, GZ und so, ja. Da haben wir doch Resident Evil doch durchgespielt. Resident Evil 3. Können uns auf das nächste Resident Evil 8 freuen. Was jetzt auch bald released werden soll. Ich habe die Originalteile nie gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß. Es war wieder sehr stimmig und... Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was danach kommt. Oh ja. Rang C ist jetzt, könnte auch besser sein, ne? Wahrscheinlich ist das, je nachdem wie oft man speichert, die Tode gehen ja an sich, glaube ich. Aber hätte auch besser sein können. Ich frage mich nur gerade, die haben die Ampulle ja nicht aufgehoben, ne? Wer zum Henker hat diese Ampulle mitgenommen? Also zumindest hat man es nicht gesehen im Cut. Ja. Cool. Also an die YouTuber, die gerade das Gameplay eventuell gucken, sage ich schon mal vielen Dank, dass du dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Gameplay wieder auf irgendeinem von meinem Kanal. Würde mich natürlich freuen. Und sage schon mal Play Hardcore Pro, Konsekro. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sehen uns in Resident Evil 8 wieder, wenn euch diese Szenerie interessiert. Ansonsten eventuell auch in irgendeinem anderen Spiel. Bis denno.